Hey Leute, herzlich willkommen zur, wie es aussieht jetzt, finalen bzw. letzten Folge bei Mafia 3 mit dem Kegel. Und wir müssen uns jetzt mit Donovan und Vater James treffen. Marcano und Georgie haben ja in der letzten Episode das Zeitliche gesegnet. Ja, was jetzt mit der Bude hier wird, keine Ahnung. Vielleicht wird sie abgerissen, vielleicht wird ein Puff draus, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zu Vater James und Donovan und mal gucken, was da so ansteht. Hat mich so ein bisschen wundert, dass hier die Straße gesperrt ist, obwohl die hier eigentlich auf der Karte angezeigt wird. Also, ja, und Frames, ihr könnt euch mal ein bisschen, na, gedingsen und so. Also nicht hier immer so abspacken. Das hätte ich nicht so gern. So, ich habe übrigens dieses Mal keinen Timer gestartet, weil, wenn das jetzt sowieso die letzte Folge ist und das dann mit Abspann und so weiter und so fort, also egal. Ich mach das jetzt so. Wir können jetzt erstmal richtig schön Gas geben hier. Diese 2000 Meter, die kriegen wir jetzt auch noch irgendwie über die Runden. Also werden wir jetzt vor die Entscheidung gestellt, entweder wir bleiben da, also jetzt in der Stadt und müssen dann die 20% abdrücken, oder wir machen uns ja vom Acker und übergeben das Vito und Burke, oder wie? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, also wenn, würde ich sagen, wir bleiben hier. So, Bremsen funktionieren auch wunderbar. Na, und ich will das jetzt auch nicht so machen, dass ich jetzt einen Cut mache und das dann als Umfrage setze. Dadurch, dass ja sowieso nicht so viele Zuschauer auf meinem Kanal aktiv sind, sage ich mir einfach, komm, ich entscheide das jetzt eben selber. Und es sind sowieso genug Folgen jetzt auf Vorrat. Also wenn ich das jetzt, wenn ich da jetzt warten sollte bis zur nächsten, also bis diese Folge ausgestrahlt wird, beziehungsweise die Umfrage. Um Gottes Willen. Das könnte dauern. So, also wir gehen zu den beiden rein. Ist er tot? Ja, er ist tot. Er und Georgie, beide. Die beste Neuigkeit seit Jahren. Da sagen wir doch Amen, Padre. Und was kommt als nächstes? Was heißt hier als nächstes? Es ist vorbei. Aus. Feierabend. Seien Sie still. Lincoln, nur weil Samarcano tot ist, ist es noch nicht vorbei. Was du getan hast in diesem Ausmaß, das hat einen Sturm in der Stadt verursacht. Und es wird sehr lange dauern, bis der sich gelegt hat. Wenn er das hier tut. Marcano ist tot. New Bordeaux gehört jetzt mir. Ist keiner mehr übrig, der es mir streitig machen könnte. Das kann nicht dein Ernst sein. Es ging nicht darum, Marcano zu ersetzen. Er sollte entfernt werden. Die Stadt hat genug durchgemacht. Sie braucht keinen neuen Sir Diese Marcano. Stadt, wollen Sie mich verarschen? Die ist ein einziger Sündenfuhl. Hierher kommen die Leute zum Ficken, Saufen und Kiffen. Halten Sie Ihr dreckiges Aber Maul. Aber das ist die Realität, Padre. Wenn sie keinen neuen Sal Marcano kriegt, scheißt sie selbst einen aus. Er hat recht. Bin ich es nicht, ist es jemand anderes. Und wahrscheinlich ist er sehr viel schlimmer drauf. Amen. Lenk. Damals, als du aus dem Krieg zurückkamst, was hast du mir da gesagt? Dass du weg wolltest nach Kalifornien. Alles hinter dir lassen. Und ganz neu anfangen. Ja, aber... Sehr gut. Du kannst immer noch gehen, Lincoln. Es ist nicht zu spät. Geh. Und schau nicht zurück. Hör zu, ich würde liebend gerne bleiben und eure Debatte über die Qualitäten diverser Gangsterbosse lauschen, aber ich habe einen Termin. Nur einen kleinen Tipp noch. Diese Wichser, deine Ex-Partner, kill sie. Und zwar allesamt. Begrab sie, bevor sie dich begraben, Kumpel.
sehen uns, Padre. Gott vergib mir, dass ich dir bei all dem beigestanden habe, Linker. Aber wenn du diese Stadt nicht demnächst verlässt, waren wir Freunde. Ist das klar? Pater. Die menschliche Seele kann nur eine gewisse Menge ertragen. Und meine ist dabei zu zerbrechen. So, steige den Thron oder verlasse die Stadt. Tja. Verlasse New Bordeaux. Ich möchte New Bordeaux nicht verlassen. Ich fahr zum... Ja, komm. Komm, ich besteige den Thron. Was soll's. Auch schöne Musik hier wieder am, am Rande. Ja. Aber auf der anderen Seite, was wäre denn jetzt, wenn ich New Bordeaux verlasse? Das heißt, wenn ich jetzt den Thron besteige, muss ich dann Burg und Vito erschießen? Das will ich auch nicht. Alter, jetzt bin ich glaube ich in der Zwickmühle. Nee, pass auf. Ich werde den, ich fahre jetzt zum Plantagenhaus hin. Aber, naja. Ich will wirklich hoffen, dass es keine... Ja, das ist ja keine Probleme. Aber, Moment. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Ist gut. Ich will lieber nochmal kurz hier auffüllen. Das ist mir sicherer. Alles, was du siehst, okay, kannst du kaufen. Auf Lager. So. Ich finde es übrigens sehr komisch, dass die Musik immer noch läuft. Einmal den. Und die beiden auch noch. Und geil, nochmal Munition. Dafür haben wir die Kohle. Dankeschön. Ich freue mich. So, aber nee, also jetzt reicht's. Ich möchte nicht die ganze Zeit diese Musik hier haben. Weil, nö. So, ganz einfach. Ich denke mal, YouTube wird da sowieso dann wieder sagen, ja hier, das ist Musik von dem und dem und die darf in dem Video zwar gezeigt werden, aber es kann sein, dass Werbeclips gezeigt werden. So. Kennt man ja schon nicht anders. Ich würde mich ja schlapp haben, wenn ich jetzt ja auf dem Weg zum Plantagenhaus bin, wenn jetzt noch auftauchen würde, Makano will deinen Kopf. Da, also da würde ich mich echt schlapp, da würde ich mich drüber schlapp lachen. Georgie und Cell sind tot. Und wenn die jetzt noch mir die Typsis hier auf den Hals setzen, also das wäre, ja, wäre lustig. So. Aber ohne Mist, ey. Ich, also, wie gesagt, Vito ist mir sowieso sehr sympathisch. Schon seit, ich kenne ihn ja schon seit Mafia 2. Aber, ja, also mit Burke, auch wenn er eine Saufnase ist, und der stirbt ja sowieso in knapp 6 Monaten an Leberkrebs. Ja, das ist jetzt kein Spoiler, das hat er uns ja im, in den Videos hier erzählt, beziehungsweise wo wir uns ja um die restlichen Fahrzeuge gekümmert haben. Und das Geld soll ja dann für Indiki sein, wenn die sich dann ja aus dieser Stadt rausbegeben will. Tja, ich denke mal,
wenn ich jetzt die Stadt verlassen würde, dann wird es wahrscheinlich so weit kommen, dass dass Vito den Boss dann hier gedingsen wird. Also dass Vito das dann alles übernehmen wird. Die Frage ist dann bloß, da er ja auch schon mit der Kommission Probleme hatte, ob das dann so, ja, ob das so bleibt. Das ist die gute Frage. So. Oh Mann. Boah, das ist auch eine geile Karriere. What the fuck? Alter! Das ist ja nice. So. Oh Gott. Sal und Georgie sind weg. Und nach dieser ganzen Scheiße gehört die Stadt uns. Nach diesem ganzen Scheiß kriege ich es kaum in mein Hirn rein, dass wir es wirklich geschafft haben. Du bist ein Gott, Lincoln. Ist mir eine Ehre. Das ist die Art Neuigkeit, die man immer wieder gerne hört. Nee, gemeinsam herrschen. Nein, alleine mache ich das nicht. Wir sind nicht hier wegen dem, was ich oder was einer von euch getan hat, sondern weil wir eine Einheit sind. Und nur solange wir das auch bleiben, kann uns niemand an den Karren pissen. Ja. Toll. Jetzt haben wir... Oh, es ist doch nicht wahr. Komme ich jetzt noch irgendwie in die Optionen rein? Jetzt habe ich Vollidiot wieder die gesamte... Ja, das tut mir jetzt leid. Da... Hat die richtigen Leute geschmiert regelmäßig, jawohl. Stadt und ihr Lieblingssohn, hm? Ja, das hat das Hollow wieder aufgebaut. Bus gefehlt, aufgekauft, den Vergnügungspark wieder eröffnet, so viel Geld und Wohltaten. Lincoln hielt sich für unantastbar. Aber niemand ist unantastbar. Gut, ein paar Schulen und Krankenhäuser sind ihm ewig dankbar. Auch hat er für wohltätige Zwecke gespendet, hier und da, aber nichts spricht ihn los von seinen Verbrechen. Darum war ich für diese Dokumentation. Die Menschen sollen die Wahrheit über Lincoln Clay erfahren. Lincoln hatte seine Finger überall drin. Drogen, Schnaps, Prostitution und was auch immer. Alles, was Geld eingebracht hat, musste dabei sein. Wenn er in den Morning... Mordring habe ich ja gerade gelesen. Wenn er im Morning News war, auch geflüstert wie ein V. Manchmal denke ich mir, oh Lincoln, wärst du doch gleich mit Sammy und den anderen gestorben. Das wäre eine Lösung gewesen für alle. Ja, dann wäre aber Sal Marcano noch dabei gewesen, ne? Also bedenke das mal. Alter. Warte mal, wie ist denn das? Ja... Gut, das bringt jetzt eigentlich nichts. Wenn ich jetzt die Aufnahme unterbreche, hier vielleicht mal ganz kurz das Spiel nochmal komplett neu starte. Ich weiß nicht, wie weit das denn jetzt gespeichert hat. Ausschalten, Schluss jetzt. Ich will dazu nichts mehr sagen, kein Wort. So, und dadurch, dass ich Vollidiot da die Musik leise gestellt habe, können wir das eigentlich auch gleich überspringen, beziehungsweise die Video-Sequenz. Dadurch, dass die Dinger ja hier die Frames sowieso ein bisschen rumspacken. Warte mal, können wir das... Ach, das kann man gar nicht überspringen. Das ist ja ganz toll.
Und es speichert und speichert und speichert. Na, wunderbar. Ja, damit haben wir dieses Projekt in guter Form durchgezogen. Auch wenn es, wie gesagt, ein paar Frame-Einbrüche gab. Das tut mir wirklich leid. Aber ich sag mal so, wie ich mich jetzt da entschieden habe, ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich wirklich treffen konnte. Weil wäre ich jetzt darauf eingegangen, alleine das ganze Gebiet jetzt zu regieren, dann hätte ich Vito und auch Burke erschießen müssen. Und das war es mir einfach nicht wert. Ich sage es so, wie es ist. Weil, wie gesagt, Vito kenne ich seit Mafia 2. Ich finde, auch in Mafia 2 hat er eine sehr tolle Art an sich gehabt. Und ja gut, Burke ist, ja, ich nenne ihn mal eine kleine Saufgurke. Und ja, wie er uns ja verraten hatte, wird er in knapp 6 bis 8 Monaten ja sterben durch seinen Leberkrebs. Und es war, glaube ich, auch eine gute Idee, die Nebenmission von den beiden Leutchen zu machen, also von Vito und auch von Burke, damit man einfach mal sieht, wie die jetzt so, wie sie halt selber ihren Aufbau hatten. So. Darf ich Sie mal was fragen, Senator? Wo waren Sie, als John F. Kennedy ermordet wurde? Ich weiß es nicht mehr. Zu Hause, glaube ich. Zu Hause, glaube ich. Wissen Sie, wo ich war? In einer verpissten Hütte in Vietnam. Habe gerade eine alte Frau zerstückelt. Scheibchen für Scheibchen. Und raten Sie mal, warum. Weil Ihr Sohn NVA-Offizier war. Sonst hätte er nie das Maul aufgemacht. Was reden Sie denn da? Was er uns erzählt hat, hat im ganzen Zug das Leben gerettet. Es sind 42 Männer, die einen weiteren Tag überlebt haben, weil ich eine alte Frau zersägt habe. Sie bleiben da sitzen und halten ihre Fresse. Wie eine Bestie habe ich da gewütet im Auftrag unserer Regierung. Das verfolgt mich mein ganzes Leben lang. Ich habe getan, was ich an unserer Sache, als ich an unsere Sache geglaubt habe. An das, wofür diese Nation steht. Ich stand in der Hütte, arschtief in der Jauche, um mich herum, die Einzelteile einer der alten Frau. Da sagte mir einer, der Präsident der Vereinigten Staaten ist gerade abgeknallt worden. Da wusste ich sofort, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Ich war bereit dafür, alles zu tun, um diese Scheißattentat zu rächen. Was reden Sie da eigentlich? Ich sage gerade, dass Herr Marcano mit Hilfe von ein paar Verschwörern der Mörder Kennedys ist. Aha. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. War klar, dass Sie das sagen. Alter. Oh, das tut mir so leid, dass jetzt da kein Ingame-Sound ist, beziehungsweise dass ich Vollhorst die Video-Dings runtergestellt habe. Es tut mir leid. Oh, Mann. Oh Gott. Ah, war Senator Blake also auch dabei. Ja, ein Arzt und die Polizei, ja. Ich glaube, der ist tot. So. Was, jetzt nochmal? Schade, das kann man leider nicht überspringen.
Sehr, sehr schade. Auf jeden Fall, hier sieht man jetzt nochmal die ganzen Leute, die ihre Stimme dafür gegeben haben. Aber natürlich nur im Englischen, glaube ich, ne? Oder bin ich da jetzt falsch? Oh Gott, ich kann mich natürlich auch irren. Also ich will jetzt, also wenn ich was Falsches gesagt habe, es tut mir leid. Aber naja. Auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass dieses Projekt jetzt beendet ist. Und ich muss jetzt erstmal gucken, was als nächstes Projekt kommen wird, beziehungsweise ob es überhaupt ein neues, ja, ich nenne es jetzt mal, neues Hauptprojekt geben wird. Da ich jetzt, ja gut, zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben jetzt heute den 8.7. Naja, eigentlich, ja doch, es ist jetzt der 8.7., es ist jetzt gerade 0.50 Uhr in der Nacht. Und es könnte möglich sein, dass ich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, das wäre dann wahrscheinlich so in einem, wahrscheinlich erst in einem Monat oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe gut vorproduziert. Ich denke mal, wenn diese Folge so Anfang August vielleicht gezeigt wird, oder wenn ich jetzt mehrere Folgen doch am Tag freischalten sollte, dann vielleicht Ende Juli. Ich kann es noch nicht genau sagen. Es könnte aber möglich sein, dass ich halt zum nächsten Monat hin, also vielleicht ab 1.8. dann schon wieder eine neue Arbeitsstelle gefunden habe. Naja, was heißt neu? Also, naja, ich will da auch jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls, dieses Projekt haben wir sehr gut über die Bühne gebracht. Wir haben die Sammelobjekte alle gesammelt. Das Einzige, was ich halt jetzt nicht gezeigt habe, waren jetzt die restlichen vier Sammelobjekte, die jetzt halt in dem Bereich jetzt noch drin waren. Aber die werde ich auch nicht nachzeigen. Besonders nicht die, die Vargas-Gemälde und auch nicht die, die Playboy-Magazine. Weil da sind einfach zu viel, da wird zu viel, ja, ich sag so wie es ist, da wird zu viel nackte Haut gezeigt. Und wenn ich das dann bei YouTube normal freischalte, auch wenn ich dann in die Beschreibung reinsetze, dieses Video ist unter 18 Jahren nicht geeignet, das bringt nichts. Wobei meine Videos ja sowieso kaum Aufrufe kriegen. Aber ist ja ganz egal, auf jeden Fall, das ist mir einfach zu riskant. Auf jeden Fall die nächsten Tage, beziehungsweise die nächsten Aufnahmen werden jetzt erstmal von Assassin's Creed weitergeführt. Und mal sehen, wenn die Folge raus ist, vielleicht habe ich Assassin's Creed dann auch schon fertig aufgenommen. Müssen wir mal gucken, ne? Und ja, wir werden mal sehen. Also wenn ich jetzt ein neues Hauptprojekt starten sollte, also da würden mir so gesagt 3 zur Auswahl stehen. Aber wenn die Folge raus ist, da habe ich mich so schon lange entschieden, welches jetzt das nächste Hauptprojekt sein wird. Da lohnt es sich jetzt auch keine Umfrage zu starten. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe jetzt mal, dass der Abspann mal so langsam durchgelaufen ist, weil ich kann leider nichts machen, das speichert die ganze Zeit. Aber nö. Woody 1, Woody 2. Aber ich will ja mal hoffen, dass das jetzt gleich mal mit dem Abspann am Ende ist. Und es wäre bestimmt richtig geile Musik jetzt am Ende noch gewesen. Und die hätte ich auch gerne noch zu hören gekriegt. Aber, ja, ich habe leider die Scheiße gebaut. Es tut mir wirklich leid. Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden mit diesem Projekt. Es war ja schon seit längerer Zeit geplant, dass ich Mafia 3 zocken wollte. Und ich sag mal jetzt mit, ich glaube jetzt 75 Folgen. Oh Gott, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Warte mal, lass mich nochmal ganz kurz nachrechnen. Doch, also es könnte jetzt Folge 75 sein. Oder vielleicht 76. Also wie gesagt, ich kann das jetzt so nicht genau abschätzen, nur so halt Pi mal Daumen. Aber naja, auf jeden Fall, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen an die Zuschauer, die jetzt dabei waren. Und diese verdammten Frame-Reihe, selbst hier im Abspann. Es ist unfassbar.
kann man nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe natürlich, dass ihr in den neuen Projekten, wenn es neue Projekte gibt, wie gesagt, ein paar Projekte sind ja noch geplant, dass ihr dann natürlich wieder mit dabei seid. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und auch nochmal ganz lieben Dank an Avatar 2209, nicht 2207. Einmal für den, für die ganzen Kommentare, die du immer unter die Videos bisher gesetzt hast. Und dann natürlich auch für den Death Counter. Und wie gesagt, ganz lieben Dank für alles. Es ist einfach herrlich. Ich klinke mich jetzt aus. Ich lasse den Abspann jetzt noch durchlaufen und wir sehen uns dann in weiteren Projekten bzw. Videos wieder. Leute, macht es gut und bis die Tage. Tschüssi!